Hallo lieber Widder, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Dezember. Falls du die Sonne, den Mond, den Aszendenten oder die Venus im Zeichen Widder hast, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, bevor ich jetzt loslege mit den Karten. Und zwar kannst du alle meine Beratungen auch verschenken. Ich biete Gutscheine an für astrologische Beratungen, für Tarotlegungen. Einfach ganz normal die Beratung buchen, reinschreiben, für wen das ist, und dann bekommst du auch einen Gutschein, einen persönlichen für diese Person, falls du da noch ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk suchst für jemanden. Genau. Und falls du dir eine Jahresprognose für das nächste Jahr gönnen möchtest im Astrologischen, dann empfehle ich dir, zeitnah zu buchen, weil ich nämlich im Dezember eine kleine Pause machen werde. Und wenn du dann noch einen Termin im Dezember oder Anfang Januar ergattern möchtest, empfehle ich dir, zeitnah zu buchen. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir hier haben für die Widder. Eine wichtige Situation für die Widder im Dezember. Okay, es geht um einen Übergang. Es geht darum, aktiv zu werden in Bezug auf einen Übergang. Das könnte ein Umzug sein. Ich sehe Schriftverkehr. Es könnte hier um Schriftverkehr gehen, irgendetwas zu kommunizieren oder über etwas nachzudenken oder zu sprechen. Ich glaube, hier wird viel darüber diskutiert oder gesprochen, was einen Übergang angeht. Oder du denkst viel darüber nach. Also ich sehe so der Intellekt, der Geist, die Sprache. Das ist das, was hier angeregt ist. Ja, die Gedanken, das sehe ich hier. Und es geht um einen Übergang. Bei einigen könnte das ein Umzug sein oder es könnte hier tatsächlich um den Übergang ins neue Jahr gehen. Ja, also wie du dir das vorstellst, wie du das nächste Jahr auch beschreiten möchtest. Und hier kriege ich rein, es geht darum, aktiv zu werden. Es geht darum, etwas umzusetzen, etwas zu manifestieren. Ich glaube, hier geht es viel um die Manifestation deines Übergangs, dessen, was du Neues in dein Leben ziehen willst. Und darüber denkst du viel nach. Ich glaube, du wirst viel darüber nachgrübeln, was du auch tun willst im neuen Jahr. Also was willst du aktiv umsetzen? Wie willst du das Ganze angehen? Hier sehe ich sehr viele Pläne in Bezug auf das Neue. Ich sehe auch, dass du jetzt, wo du dich befindest, das möchtest du verlassen. Also du möchtest jetzt wirklich in was Neues hineingehen. Das könnte ein neuer Job sein, das könnte ein neues Zuhause sein. Das könnten neue Lebensumstände sein, in die du hineingehen möchtest. Du hast ein bisschen Angst, du bist ein bisschen nervös, du weißt nicht, was dich erwartet, du weißt nicht, was da letztlich dann auch kommt, wenn du dann da bist. Drei spielt eine Rolle, ich bekomme die drei rein, aber aus drei werden vier, keine Ahnung, was das bedeutet. Nehme ich jetzt mal, gebe ich so weiter, aus drei werden vier. Drei und vier, dritter und vierter Monat könnte eine Rolle spielen. Ein Übergang, irgendwas, was du manifestieren willst. Also hier sehe ich so ein bisschen die Manifestation dessen, was du im neuen Jahr erreichen willst, umsetzen willst, erleben willst. Was willst du manifestieren? Da werden jetzt auch, ich sehe, du planst das auch. Du planst die Manifestation der neuen Dinge in dem neuen Jahr. Die Finsternisse werden eine Rolle spielen. Wow, okay, das ist eine genaue Nachricht. Nächstes Jahr werden wir Finsternisse auf der Achse Widder-Waage haben. Für euch Widder ja sehr wichtig. Könnte hier um ein wichtiges Jahr gehen, etwas sehr Wichtiges, was, wenn ihr davon betroffen seid, sehe ich die Finsternisse, mir fällt das hier so extrem auf, Sonnen- und Mondfinsternisse. Ich glaube sogar, dass wir drei, vier, ich glaube sogar, dass wir in den Monaten, ja, März, April, April müsste eine Finsternis sein, das aus drei wird vier, okay. Um die Zeiten könnte es gehen. April, Mai, nein, nicht Mai, März, April, April.
Das könnten wichtige Monate sein, bis in den Sommer hinein, bis in den Sommer hinein, bis in den Juni, kriege ich jetzt rein, vom 3. bis zum 6. Monat. Wow, das sind sehr genaue Nachrichten, die mir hier bei euch wittern durchkommen. Übergang. Ich glaube, die Finsternisse spielen bei euch eine wichtige Rolle. Da wird eine Transformation stattfinden. Ich sehe hier noch nicht genau, was es ist. Aber es ist wichtig, die Zeit. Okay, schauen wir weiter. Eine weitere wichtige Situation für meine Widder im Dezember. Okay, irgendwelche Herausforderungen, in denen du dich gerade befindest, Schwierigkeiten, Herausforderungen, wow, okay, bei dir ist gerade ein bisschen Krisenmodus angesagt. Ihr hattet schon letzten Monat so eine krasse Legung. Ich erinnere mich daran, ihr hattet die krasseste Legung von allen. Ich glaube, ihr werdet jetzt gerade geformt. Das nächste Jahr ist wichtig auch für euch. Okay. Irgendwelche Schwierigkeiten, Herausforderungen. Du meisterst sie, du gehst sie an. Du stellst dich den Herausforderungen, du stellst dich den Schwierigkeiten. Du wirst das stemmen. Etwas wirst du mit Leichtigkeit stemmen können, was dir jetzt noch sehr schwer erscheint. Hier könnte es um eine toxische Beziehung gehen oder um ein toxisches Arbeitsverhältnis, Umstände, in denen du dich machtlos fühlst, wo du dich angekettet fühlst, wo du dich nicht frei fühlst. Es geht darum, dass du dich davon befreien willst. Du tust dich schwer mit der Befreiung. Du tust dich schwer, diesen Zustand zu erlösen. Aber hier gibt es irgendwas. Irgendwas kracht hier. Also wirklich, das ist die Message, die ich bekomme. Irgendwas kracht in diesem Verhältnis oder irgendwas kracht hier ein. Der Blitz schlägt ein. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe wirklich dieses, der Blitz schlägt ein um 12. 12 könnte etwas vielleicht rund um den 12. sein oder irgendwas. 12, etwas, was vollständig wird. Die Uhr, eine Uhr läuft ab, die Uhr schlägt Mitternacht, 12. Höhepunkt und Tiefpunkt, irgendwas mit Höhepunkt und Tiefpunkt. Also bei euch ist gerade, wow, hier kriege ich sehr viele Nachrichten durch. Irgendwas schlägt ein, etwas Unerwartetes. Es könnte um eine unerwartete Herausforderung gehen, um eine unerwartete Krise, etwas Schwieriges, ein krisenhafter Zustand. Ich spüre gerade etwas aufgewühlt. Es wird gerade sehr emotional. Puh. Also das habe ich nicht oft gerade bei YouTube-Videos. Das kann mal bei persönlichen Legungen vorkommen, aber puh. Irgendwas kommt unerwartet. Irgendwas kommt sehr plötzlich unerwartet. Es fühlt sich schwer an. Nicht so leicht. Aber du wirst es stemmen, du wirst es meistern können. Ich muss jetzt weitermachen, weil das ist mir gerade hier ein bisschen zu viel. Das könnte etwas sein, was du dann spürst, dass dir etwas zu viel wird. Ich sehe aber, du schaffst das irgendwie. Es könnte sein, dass du kritisch in die Zukunft schaust, ins neue Jahr vor allem auch. Okay, eine weitere wichtige Situation für meine Widder. Ja, es wird um Flexibilität gehen. Okay, das ist doch schon mal was Angenehmes. Es wird um ein Kind, bekomme ich rein. Ein Kind könnte eine Rolle spielen oder ein junger Mensch. Ein junger Mensch, ein Kind. Falls du Kinder hast, falls nicht, dann ist das für dich nicht wichtig. Ich sehe, es geht um andere Geschichte jetzt. Etwas ausbalancieren, etwas wieder ins Lot bringen. Zwei Seiten. Zwei Seiten, die man ins Lot bringen muss.
du entwickelst dich weiter. Ich sehe, du entwickelst dich weiter, indem du dir eine Ruhe gönnst. Gönn dir eine Ruhe. Du wirst etwas lernen in einer Ruhepause. Es könnte um ein Studium gehen, ein Hobby gehen, etwas Fähigkeiten. Es kann stark mit den Händen zu tun haben, es kann mit Musik zu tun haben. Etwas, was du lernst, wo du dich weiterentwickelst. Es könnte darum gehen, dass du ein Studium oder eine Lehre oder irgendetwas, was du lernst, in deinen Alltag integrierst und ausbalancierst. Gönn dir eine Ruhe, eine Pause, da wirst du etwas Angenehmes bekommen. Jemand wird dir danken, jemand wird dir eine nette, liebe Geste, ein Geschenk. Ich sehe ein Geschenk, was kommt. Ein schönes, nettes Geschenk. Du gönnst dir Ruhe, du brauchst Ruhe von etwas. Achte auf deine Gesundheit. Es könnte sein, wenn du nicht darauf achtest, dass du da hingezwungen wirst, damit du dir endlich Ruhe gönnst. Das ist wichtig. Also wirklich, schalt mal einen Gang zurück. Vor allem auch, du wirst die Dinge schon irgendwie ausbalancieren können. Du brauchst keine Sorge haben, dass du diese beiden Seiten nicht meistern kannst. Ja, du wirst es schon hinbekommen. Jemand wird dir was Nettes tun, jemand wird was Nettes sagen, was Angenehmes, jemand wird dir helfen. Okay, Lebensreise. Ja, ich glaube, es geht hier viel darum, wie willst du dein weiteres Leben gestalten? Wie soll dein nächstes Jahr aussehen? Ich glaube, du stehst vor einer großen Transformation, vor einer großen Veränderung, in der du jetzt gerade schon drin steckst und vieles kommt jetzt hoch oder kocht jetzt hoch und nächstes Jahr will sich etwas komplett für dich verändern. Nächstes Jahr wird etwas ganz anders aussehen. Etwas wird völlig anders sein für dich und du gehst jetzt auf eine Reise. Das ist deine Lebensreise. Wie willst du deine Lebensreise gestalten für das nächste Jahr? Du willst Veränderungen haben. Du planst sie schon. Du willst sie manifestieren. Kraft, wow. Ja, genau, also das sehe ich auch hier für euch. Kraft. Deine Kraft wird gefordert, aber du hast auch die Kraft. Also ich sehe, du bist hier kraftvoll, du meisterst das, du hast die Kraft, das zu meistern und du wirst das auch schaffen. Also keine Sorge, du hast hier die nötige Kraft, genau diese Dinge hier zu meistern. Die Kuh. Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Genau, also ich glaube, dass gerade aus einer Krise ein Wunder geboren wird. Du wirst dich wundern, etwas wird plötzlich und unerwartet kommen. Wunder sind da, du wirst dich wundern auch über deine eigene Kraft oder deine eigene Fähigkeit, was du alles schaffen kannst. Das sehe ich auch für dich, ja. Okay. Die Zahl 35 könnte eine Rolle spielen. Hier geht es um Freiheit. Du willst Unabhängigkeit in einem Bereich. Du willst dich selbst behaupten können. Und diese Situation, die in diesem Monat aufkommen wird, wird dir genau das geben können. Du wirst hier dich von etwas befreien können und du wirst unabhängiger sein. Du wirst deinen eigenen Weg gehen können. Du befreist dich aus Umständen, die dir nicht gut tun. Du gehst in die Freiheit hinein. Du wirst hier unabhängiger. Du wirst hier unabhängiger. Deine Unabhängigkeit, Freiheit, eine berufliche Unabhängigkeit könnte es hier sein. Oder Unabhängigkeit von einem anderen Menschen. Verirrt in den Ruinen der Vergangenheit, finde den Weg ins Jetzt und lebe. Genau, also ich glaube, etwas hat sich ausgelutscht. Das bekomme ich auch gerade so rein. Also irgendwas aus der Vergangenheit ist jetzt tot oder liegt in Ruinen. Das ist es nicht mehr. Ruine. Der Blitz schlägt ein in den Turm. Der Turm bröckelt in sich zusammen. Etwas fällt hier ein. Es ist nur noch eine Ruine übrig und du bewegst dich aus dieser Ruine heraus ins Jetzt und du willst jetzt leben.
Hier geht es um deine Zukunft. Viel Zukunftsplanung sehe ich hier bei euch. Sehr viel Zukunftsplanung. Du könntest hier die Karten legen, in die Sterne schauen. Vielleicht buchst du eine astrologische Beratung oder eine Kartenlegung oder du machst das selber. Ich sehe, du schaust in die Zukunft. Ja, und ich sehe, du triffst eine Wahl in Bezug auf die Zukunft. Du wirst eine Entscheidung treffen. Hier geht es um die Manifestation dessen, was du willst, was du verwirklichen willst, auch in deinem Leben, in deiner Zukunft. Eine sehr kraftvolle Legung, meine Lieben, das war es auch schon. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Wie gesagt, alles auch als Gutscheine. Einfach buchen, reinschreiben, dass es ein Geschenk ist. Ja, die astrologische Jahresprognose empfehle ich euch früh genug zu buchen. Die ist nämlich immer sehr beliebt zum Jahreswechsel. Und von daher, ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.